Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir befinden uns gerade im Sumpf. Also fast drin. Scheinbar können wir über Wasser laufen. Oh mein Gott, wir sind so gottgleich. Und wir müssen jetzt in dieses wunderschöne Häuschen rein, nehme ich mal an. Und oh, da ist ein Schatzfoto von einer Toilette. Das ist wundervoll. Da finde ich auch immer meine Schätze. Also, ich fotografiere immer meine Hinterlassenschaft und nenne sie dann meine Schätze. Das ist halt für Leute, die nicht wissen, was meine Schätze sind. Nehme ich die Pistole? Ich glaube, ich nehme mal die Pistole, obwohl ich da nicht viel Muni für habe gerade. Und was ist das da für ein... Ein Lochloch. Okay. Und hier geht's weiter. Nee, hier kann man sich nur ein paar Kräuter abholen. Weißt du, Kräuter sind zwar schön und gut, aber ein bisschen Alkohol wäre mir eigentlich lieber. Ah, Spaltmittel, schade. Festbrennstoff? Was kann ich denn mit Spaltmittel machen? Lass mich raten, Spalten. Kann ich flüssige Chemikalien von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ja, super, wir haben nur eine Heilung und die würde ich gerne behalten eigentlich. Schlüssel. Dietrich? Dietrich! Hau raus, das Teil. Flammengranate. Irgendwas sagt mir, wir brauchen das gleich ganz, ganz dringend. Okay, runter da. Ich meine, es lädt. Es kann nichts Schlimmes passieren, wenn es lädt, oder? Ha, 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 Sarkasmus. Ich liebe es. Okay, Mami kommt gleich. Oder ein paar von unseren... Gehen wir erstmal auf die hier. Wenn ein paar von unseren Lieblingsfreunden gleich kommen und spielen wollen. Das hört sich ein bisschen stark nach einer Rattenplage an. Ist aber abgeschlossen. Also den Ratten können wir später. Wundervoll. Wahrlich wunderschön. Wow. Geht's da auch runter? Nein. Schade, ich würde gerne ein bisschen schwimmen. Ein Tor versperrt den Weg. Das hätte ich jetzt nicht gesehen. Danke, vielen Dank. Ah, da ist doch was. Oh, Flintenmunition. Oh, ja, gleich kommen wieder ein paar von unseren Freunden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir Flintenmuni kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da durch müssen. Nein? Kriegen wir da wenigstens irgendwas? Können wir das irgendwie kaputt machen? Hä? Das sieht so einleuchtend aus, dass wir da weiter müssen. Es ist voll unlogisch, dass wir da nicht weiter müssen. Was willst du, Digga? Okay, genug Spaß gehabt. Lass uns weitergehen und sterben. Aha, es lädt. Gleich kommt was. Ist das das hintere Ende davon? Nee. Ein Ventilator? Fami Papapiticum. Kann ich das auseinandernehmen? Psychopatatitikum? Spaltmittel mit... Ja! Jetzt habe ich eine flüssige Chemikalie mehr. Und die haue ich in Medizin rein. Erscheint mir momentan das Logischste. Tut mir leid für alle Leute, die dann sagen, aber du musst das Psychopatatitikum nehmen. Das ist viel wichtiger. Ach, das sind die Spinnen. Es sind keine Ratten. Es sind unsere Freunde Spinni und Spinno und viel zu viele Spinnen. Ich habe keine Flammenwerfermunition mehr und keinen Flammenwerfer mit. Das heißt, wir müssen hier später wieder hin. Tut mir leid, ich habe den Flammenwerfer nicht mitgenommen. Dafür habe ich einen Granatwerfer dabei. Müssen wir später nochmal hin, oder? Komm mal mit mir. Wir werden das klären. Alter! Willst du mich ver... Nee! Ich kläre es auf meinen Weg! Wie wir das klären werden! Du olle Alte! Die hat sie doch nicht alle! Boah! Verzieh dich, du Mistvieh! Noch ein Schrank. Und da geht's runter. Hört das auch, ne? Die ist da. Fuck! Ih! Was hast du denn für ein Höschen an?
Okay, warte, das machen wir auf eine andere. Ein bisschen bestialischere Art und Weise. Flammenwerfer! Okay, Standbild ist geil, Standbild tut gut, Standbild mag ich. Ich mag Standbilder. Die kann ich für Thumbnail nutzen. Jeder YouTuber mag Standbilder. Oh. Ist dieses Ekelvieh? Mama! 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 Nein! Ich muss nachladen! Ich war dumm! Es ist meine Schuld! Oh, bist du eklig! Oh! Ich weiß nicht, was ich da mache. Scheinbar laggen. Ich hasse die PC-Version. Hätte ich eine PS4, würde ich umsteigen. Ich schwöre dir. Laden, nachladen, nachladen. Dich irgendwie mal heilen. Nicht im Standbild verfallen. Oh, kannst du bitte aufhören, im Standbild zu sein? Alter, ich hasse die PC-Version. Ich habe schon einen echt guten PC. Könnt ihr mal sagen, wenn ihr spielt, ob ihr es auch so laggend habt bei Bosskämpfen? Wow! Es ist immer wieder spannend, ob ich getroffen habe. Nee, ich will den Bosskampf nochmal machen. Ich will die Grafik oder so runterstellen. Das geht einfach unnormal nicht klar. Das geht einfach nicht klar so. Das ist so ätzend. Ihr glaubt gar nicht, wie ätzend das gerade für mich ist. Na, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich ist es für euch genauso ätzend zu sehen. Ich will dir gar nicht entkommen. Doch, eigentlich schon. Du hast recht. Ich will dir entkommen. Du hast schon recht. Ich will dir entkommen. Du hast recht. Absolut. Absolut recht. Ich finde dich schon ziemlich abartig. Ja, ich wusste, dass es da reingeht. Ich sag dir, es geht da rein. Wie, du hast mich. Wo hast du mich? Ist ja... Hä? Was denn? Oh Gott! Ich hätte noch flammbare Flüssigkeit mitnehmen sollen und das Flambiergerät nicht vergessen. Es ist geplatzt! Dein Uterus! Du bekommst ein Mädchen! Es ist ein Mädchen! Freust du dich, Mama? Es ist ein kleines Mädchen! Herzlichen Glückwunsch! Ich nenne es Zoe! Nach deiner anderen Tochter, die Zoe heißt. Hast du die schon vergessen? Die dich auch hast? Nein? Hast du nicht vergessen, ne? Ich habe jetzt noch 5 Schuss. Und zwar mit der Pistole. You know nothing! Okay, Jon Snow. Was? Wo bist du? Mami? Mami, du machst komische Geräusche. Es kluckert so ein bisschen. Hast du wieder gepupst? Ich hab dir auch gesagt, das stinkt. Das lockt dir die Rücken an. Ich würd's nicht tun, hab ich gesagt. Wow, sind das 2? Ja, sind 2. Ich sehe nicht doppelt. Yay! Also ich sehe schon doppelt, aber es liegt daran, dass es 2 sind. Nicht, weil ich krank bin oder so. Mann! Dankeschön. Mama? Mama? Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Mama? I wish I could kill you yesterday. Hast du den wieder? Der ist doch wieder neu. Okay, ich habe gar keine Muni mehr. Okay, wir müssen auf den Nahkampf. Wir müssen auf den Nahkampf. Es gibt keine andere Lösung. Tut mir auch furchtbar leid. Ja, ich sterbe, ich weiß, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ich kann doch nichts anderes. Du hast all meine Muni aufgebraucht, du olle Alte. Du verrücktes, olles, altes Biest. Ich versuche hinter dir zu bleiben, weißt du, dann kannst du mich nicht so gut schlagen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Kannst du mir sagen, ob es klappt? Das wäre super süß, wenn du mir sagst, oh Gott, ist das eklig. Hinter dir zu bleiben ist echt eine ekelhafte Angelegenheit. Willst du mich verarschen? Ich mag sie nicht. Ich glaube, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Ist das noch für eine Flammengranate? Ich habe noch eine Flammengranate. Ich habe noch eine Flammengranate. Seit wann das denn? Mami, komm her, bitte stirb. Ich habe noch eine einzige. Und du müsstest jetzt echt mal sterben. Ist die Leiter neu? Drei. Ich muss auf 3. Mami? Ich wollte gerade sagen, deine Brust ist neu, aber es ist ja gar keine... Wow. Hüpf doch nicht so wild herum, Mensch. Das ist unfair, was du tust.
Ich kann da hoch? Bringt es mir irgendwas, da hochzugehen? Ich würde sagen, nein. Ich würde eindeutig sagen, nein. So. Ja. Ja. Ich versuch's nochmal. Bitte lass mich hochgehen. Ja, vielleicht gibt's da oben ja einen Ausweg, weißt du? Ich habe da noch nicht alles geguckt. Brennermunition. Bringt mir nicht viel. Ach, Mami. Du warst mal netter. Wir hatten auch gute Zeiten, weißt du noch? Du weißt nicht mehr. Du erinnerst dich nicht dran. Oh, Mann! Jetzt sterbe ich an den Viech hier, weil ich es nicht mehr sehe. Mami, ich sehe ein... Oh, jetzt sehe ich wieder was. Aber das, was ich sehe, will ich nicht sehen. Ich weiß nicht, wo ich bin oder wo ich herkomme. Ich weiß nur, dass ich Mücken hasse. Mücken hasse. Ja, euch noch mehr, euch großen Viecher. Da sind... Oh, wow, 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 wow. Ich sterbe an den Vieh, oder? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ich habe auch nichts mehr gesehen. Ich brauche den Brenner. Jetzt ist nur die Frage, was ich zurücklasse. Wahrscheinlich lasse ich am besten die Pistole zurück. Oder? Ich glaube, die Pistole wäre das Schlauste zurückzulassen. Oder das Messer. Aber wenn ich das Messer zurücklasse, habe ich gegen diese kleinen Viecher keine Chance, wenn sie kommen. Den Granatwerfer will ich auf jeden Fall mit haben. Die Schrotflinte auch. Das heißt, ich lasse die Pistole zurück. Oder ich nehme alles mit, aber ich muss ja nicht alles ausrüsten. Ja, ich werde es so machen. Leute, ich werde jetzt aber schneiden. Das heißt, ich kann nicht zurück, oder? Doch. Das heißt, ich werde jetzt die Sachen holen und dann wahrscheinlich schneiden, bis dieser Kampf vorbei ist. Ich meine, ihr habt ihn jetzt einmal gesehen. Und ich denke, ich werde hier öfter dran failen. Das heißt, wir sehen uns dann einfach wieder, wenn ich diesen Kampf überstanden habe. Oder ich packe ihn euch in Schnellvorlauf rein, wenn ich ihn das nächste Mal sofort überstehen sollte. Auf jeden Fall sehen wir uns. Das war ein echt ewig langer Kampf. Das ging hier 20 Minuten so. Und zwischendurch ist die Aufnahme leider abgebrochen. Das heißt, ich kann euch auch das Ende nicht wirklich reinschneiden. Also, ich hatte keinen Speicher mehr, weil meine Aufnahme einfach so lang ging. Und, oh mein Gott. Okay. Die ist gerade in Einzelteile zersprungen. Also, sie ist dann einfach irgendwann wie so Gestein geworden. Und dann habe ich sie kaputtgeschlagen. Das war ein ewig langer Kampf. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich habe, glaube ich, noch Pistolenmunition. 5 Stück. Ja. Ich habe 5 Stück mit Pistolenmunition. 5. Und das ist alles, was ich habe.
Ich habe alles andere in diesen Kampf gesteckt. Und zwar auch alles, was ich bekommen konnte. Hier überall. Ich habe mir vorher Pillen eingeworfen. So gut es geht, zeige ich euch den Kampf. Also werde ich wahrscheinlich irgendwie in Schnellform reinblenden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so schnell beschleunigen kann. Das war ein Horrorkampf. Es war katastrophal. Also es war echt ekelhaft furchtbar. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, man kann ja mal gucken. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Okay. Brennstoff. Ja, super. Und dann komme ich hier wieder raus. Klasse. Super. Okay. Ich nehme mal unseren altbekannten, bewährten Weg hier lang. Geht das noch? Komme ich hier runter? Oh. Spring doch einfach. Ist gut. Spring doch. Also der Kampf. Oh, Leute. Ich bin so geschunden von diesem Kampf. Der war so furchtbar. Ich hätte euch so gerne das Ende gezeigt. Oh, die scheiß Aufnahme. Ich musste dann gerade aus dem Spiel raus alles löschen und... Oh. Mann, sowas ärgert mich extrem. Wir hängen jetzt auf jeden Fall die Laterne ran. Und ich würde sagen, die Mutter sehen wir auch nie wieder. Die ist in Einzelteile zerflogen. Okay, da ist ein... Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen? Und was planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt bisher deinen dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar, okay? Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich die Brust ab und serviere dich sie als Steak. Ist das irgendwie ein Code? Neunsterak Raps zu Haus allem wir dich armselig anfasst. Also wenn es ein Code ist, muss ich den in die richtige Reihenfolge bringen. Da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Ich wollte die Tür aufmachen, nicht, dass du nachlädst, aber mach doch, was du willst. Boah. Sehr, sehr schön. Können wir endlich weiter? Ich glaub es nicht. Motten, ich liebe ja Motten. Motten sind toll. Und wir können die Laterne hier hinhängen. Entrügelt, entrügelt. Mal sehen, was es hier gibt. Ein Plüschkrokodil. Okay. Wow, wehe, mein Licht geht jetzt kaputt. Das ist so gruselig in so einem Kinderzimmer. Wow. Warum nicht? Ein Ball. My family, my family, my family, my family. By Evelyn. Okay. Ja. Schön kannst du zeichnen. Bestimmt. Das hast du toll gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Jetzt suchen wir hier ihre Puppen. Ja, das ist... Ist das ein Boot? Ich mag Kinderzimmer nicht. Ich mag Teddybären, die schaukeln nicht. Ich mag das alles hier nicht. Hier geht's nicht weiter. Ich mag diesen Raum hier nicht. Boah, willst du mich verarschen? Boah, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Wahrscheinlich von Zoe. Die Tür ist zugegangen. Wir sollten da nicht lang gehen, aus Höflichkeit. Wir gehen natürlich trotzdem lang. Weh, meine Taschenlampe lässt jetzt nach. Ich schreie. Ich schreie. Bleib fort. Wir sollten auf sie hören. Warum hast du einen Stuhl eingesperrt? War er böse? Und schon wieder der Ball.
Warum hören wir nicht auf sie? Sie hat uns nett gewarnt. Alles Weitere ist dann nicht ihre Schuld. Bequemes Zimmer, schönes Zimmer. Ein Puppenhaus. Ist klar. Warte mal. Das ist die Tür, das ist das Bett, das ist das Puppenhaus. Dann scheint es hier weiterzugehen. Natürlich geht's. Ja! Nope, ohne mich. Ciao! Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.